Hey, na? Ihr müsst schon zugeben, das Wetter in den letzten Tagen ist wirklich ein Traum. Am liebsten würde man den ganzen Tag draußen sitzen und nichts tun. Aber wie wir wissen, so einfach ist das ja leider meistens nicht. Tja, und trotz des schönen Wetters gibt es trotzdem für euch ein Video. Ich dachte mir, bei diesem Wetter müssen wir gemeinsam auf jeden Fall rausgehen. Und was mir dabei für eine Idee in den Kopf kam, das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Viel Spaß. Folgendes, wer konnte aus Wasser Wein machen? Und wer wird ganz oft in so einem ganz komischen, dicken Buch erwähnt, das sich Bibel nennt? Und wer konnte übers Wasser laufen? Na, richtige Antwort. Jesus. Jesus läuft über das Wasser. Wie geht das? Wie war das möglich? Wie ist das denn heute überhaupt möglich? Ne? Und deswegen haben wir uns jetzt bei 32 Grad in der Sonne oder sogar mehr hier an diesen entlegenen Ort begeben. Nur Wasser und ich und mein Kameramann. Und Enten und Hunde. Und natürlich viele Utensilien, denn wir wollen das Ganze testen. Wie ist das möglich, übers Wasser zu laufen? Und dafür haben wir nämlich Folgendes dabei. Kommt mal dem mit. Test Nummer 1 beginnt ganz einfach barfuß. Test Nummer 2 beginnt ganz einfach mit Schuhen. Test Nummer 3 wird sein, mit unseren Mülltüten, die wir dann über den See spannen wollen, einmal kurz probieren, mit 40 Meter Mülltüte eine 40 Meter Strecke auf dem Wasser zu laufen. Geht das oder geht das nicht? Und für den letzten Test haben wir Spargelteller, die wir uns an die Füße schneiden werden. Wie das Ganze aussehen wird, tja, das seht ihr jetzt. Also, kann man übers Wasser laufen. So, nachdem ich nun durch den größten Haufen Entenkacke gelaufen bin, den es hier am ganzen See gibt, fangen wir auch mit dem ersten Test an für heute. Und zwar barfuß, ganz normal, wie es früher war, im Retro-Stil, übers Wasser laufen. Und wir wollen mal gucken, wie das Ganze funktioniert. So lange, bis es nicht mehr geht oder bis vielleicht ein Wunder geschieht und ich hochkomme. Was lernen wir daraus? Zu Fuß geht es nicht. Also weiter mit Test 2. So, wie angesprochen, Test Nummer 2. Diesmal mit handelsüblichen Schuhen. Und da wollen wir jetzt mal reinschlüpfen. Oh, das tut wenig weh. Mit dem Sand dazwischen. Schön. Schön. So. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ein Abschiedsgruß an die Schuhe. So, wir kommen zum zweiten Test. Können wir mit Schuhen über das Wasser laufen? Durch das Wasser? Wir werden es sehen. Nächster Test. Wir wollen auf dicken Müllsäcken laufen und wenn es langsam nicht geht, dann muss es ja irgendwie schnell gehen. Also schnell über diese 20 Meter Bahn, Müllsack, rüber. Und damit es auch funktioniert, wir brauchen eine große Fläche. Müssen wir jetzt erstmal ein bisschen präparieren. Heidenspaß, sag ich euch. So, jetzt muss der Mist nur ins Wasser rein. Eigentlich wollten wir ja die ganzen 60 Meter oder 100 Meter über den See laufen, aber das ist viel zu teuer. Unsere No-Budget-Produktion frisst das alles auf. Vielleicht hat das Jesus damals zugemacht. Wir wissen es nicht. Wir werden den Mythos jetzt mal kontrollieren, belegen, widerlegen, je nachdem. So, der eben gezeigte Test hat bewiesen, auch so hat es nicht geklappt. Es sei denn, man müsste noch schneller laufen, aber das ist nicht so mein Gebiet. Folgendes, wir haben noch einen Test und zwar, vielleicht hat es ja mit Ballons um den Körper geklappt. Und in der heutigen Zeit ist es ja so, moderne Technik und so weiter und so fort, man muss einfach nur mal schnipsen und schon hat man diese ganzen tollen bunten Luftballons an seinem Körper. Das werde ich jetzt mal probieren. Hey, so einfach geht das. Cool, oder? Ja, aber bitte nicht zu Hause nachmachen. Unser nächster Test. Ist Jesus so übers Wasser gelaufen? Ballons?
Das ist die Frage. Wir wollen mal gucken, ob das funktioniert. Ein Ballon am Bein, einer am Bauch, einer am Rücken und einer auf dem Kopf. Los geht's. Wie kommt man eigentlich jetzt hier weg? Dafür gibt es einen Daumen mittel hoch, weil es hat doch geklappt, man ist getrieben, auch wenn der halbe Körper im Wasser war. Doch wie ist Jesus wirklich was Wasser gelaufen? So, kommen wir zum nächsten Test. Vielleicht klappt der besser. Und zwar haben wir uns Spargelteller besorgt. Komm mal mit. 1A Qualität. Und die wollen uns jetzt mal um die Füße binden. Wir haben leider nichts außer Gaffertape. Das nennt man kostengünstige Fußenthaarung, damit man kein Hobbit mehr ist. Und Attacke. Haare entfernen für lau. Funktioniert nicht nur an den Füßen. So. Wir haben unsere Spargeltellerchen jetzt an den Füßchen. Und, oh, so. Damit wollen wir jetzt mal rein. Ein echter Mann macht das anders. Tja, nach all diesen Tests konnten wir beweisen, es ist absolut unmöglich, auf Wasser zu gehen. Absolut unmöglich. Eine Möglichkeit hat vielleicht ein bisschen geklappt, und zwar die Möglichkeit mit den Ballons. Und sonst geht es einfach nicht. Jesus konnte wahre Wunder vollbringen. Na, seid ihr noch dran? Wenn ja, gut, denn ich habe noch eine kleine Info für euch. Und zwar haben es einige vielleicht schon über Facebook und Twitter mitbekommen, aber jetzt nochmal offiziell hier über YouTube. Es gibt jetzt ein Postfach, das ihr mit Post bzw. Briefen zuschütten könnt, wenn ihr möchtet. Und zwar ist es jetzt mein Postfach. Das läuft unter der Adresse AlexTV, Postfach 1211 in 21629 Neuwulmsdorf. Hier seht ihr nochmal die Adresse eingeblendet. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne was schicken und ich antworte euch dann auch, wenn ihr möchtet, so gut ich kann. Bis dahin also, bis die Tage, genießt das Wetter und frohe Ostern. Tschüss.